Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Survival LP. Ich bin zwar leider immer noch ein bisschen krank, deswegen kann ich nicht so rumschreien. Aber es hält mir natürlich nicht ab, weiterhin Videos zu machen. Aber denkt natürlich dran, bevor ich anfange, hier irgendwas zu machen. Es ist Teil Roleplay, Teil nicht. Lasst euch überraschen. Heute weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. Ist eigentlich dasselbe wie jedes Mal. Erstmal schaue ich, ist hier irgendetwas Neues? Zu 1.6.2. Nein. Es ist nichts Neues. Da könnte ich mal wieder reinschauen, aber ich glaube, da stand schon so viel drin. Da hat sich vermutlich nichts geändert. So, in diesem Ritual. Hier steht schon. Hier steht tatsächlich was. Lol. Okay. Das probiere ich aus, oder? Oder das? Ah, was mache ich zuerst? Okay. Ja, okay, ich probiere das mal aus. Dafür brauche ich Obsidian. Haben wir schon Obsidian? Ja, wir haben Netherportal, natürlich immer Obsidian. Was? Bin auch schlau, ey. Dann brauche ich eine Karotte. Wie geht das denn nochmal? Ging das mit Ding? Mit Goldklumpen? Ja, perfekt. Eine goldene Karotte. Was brauche ich noch? Spice Powder. Gott sei Dank bin ich ja schon in dieser Festung gewesen. Und habe so ein bisschen Lohn. Ach, wie heißen sie jetzt? Lohnruten bekommen. So, dann. Brauche ich noch irgendwas? Obsidian habe ich. Nö, brauche ich nicht. Okay. Mache ich mich mal auf den Weg zu meinem kleinen Unterschlupf, der da hinten ja schon direkt ist. Und wer schießt mich hier schon wieder ab? Welches Skelett wagt es hier? Hallo Creeper, hast du irgendwo ein Skelett gesehen? Wo ist hier ein Skelett? Wer hat mich hier abgeschossen? Hier ist nirgends ein Skelett. Hä? Aus dieser Richtung. Keine Ahnung. Muss ich hoffentlich nicht verstehen. Ich finde es echt cool, dass man jetzt oben da diese Herzen leistet. Wie viele Hasen sind hier bitte? Komisch. Einfach nur komisch in dieser Welt hier. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eins da untersetzen. Dahin. Danke. Ach ja. Hier noch das erste Ritual. So, das packe ich mal dahin. Als Altar. Dann muss ich irgendwas vorlesen? Nö. Muss ich nicht. Muss ich das beim ersten Ritual was vorlesen? Ich weiß es nicht. So. Jedenfalls zack und zack. Danke dafür, dass ich jetzt taub bin. Ist ja eigentlich noch was drin? Lol, hier ist ja noch was drin. Krass. So, und wenn ich jetzt wieder Hunger habe, dann könnte ich das essen. Und laut dem Buch sollte dann etwas sehr Hilfreiches ebenfalls passiert sein. Mit mir. Gehe ich also mal so in Richtung Netherportal. Dann kann ich es auch gleich testen. Creeper, haut doch einfach ab, ey. Ich brauche dich nicht.
Hast du mich? Nein, also hau ab. So, habe ich auch schon ein bisschen was an Hunger verloren. Steht irgendwas dabei, wann ich es essen muss? Im Nether. Ja, okay. Gehe ich halt einfach mal schon rein. Und hoffe, dass jetzt einfach mal keine Zombie-Pigment-Armee auf mich wartet. Ich frage mich. So, und jetzt das Essen, oder wie? Mal nachlesen. Okay. Ja, einfach essen. Also, hat jetzt nicht insbesondere gut geschmeckt, aber wenn es das erfüllt hat, was es soll, dann bin ich zufrieden. Die Frage ist jetzt nur, da unten muss ich hin. Ich wollte gerade sagen, ich muss es erstmal finden. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. Die Frage ist nur auch, wie komme ich da runter? Gar nicht, vermutlich. So wie immer. Ich baue mich einfach mal hier runter. In der Hoffnung, dass jetzt hier so ein Balken ist. Und es sieht gerade sehr danach aus. Geht noch weiter runter. Naja, ich hab ja Zeit. Okay. Kritisch. Baue ich hier mal zu. Dass hier nichts. Dass es hier keinen Unfall gibt. Sollte man mal hier lang kommen. Und ja, Leute, meine Stimme ist gerade am Abkacken. Nur für die Leute, die gerade fragen, ja. Aber mir war das wichtig, das jetzt zu machen, weil ich einen dummen Fehler gemacht habe, was das Ganze jetzt nötig macht. Aber hey, mir macht Spaß. So. Und jetzt kann ich auch schon direkt merken, ob es funktioniert hat. Nämlich, laut dem Buch, sollte ich jetzt keinen Schaden mehr davon bekommen. Es funktioniert. Yay, es funktioniert! Weil normalerweise, für die Leute, die sich gerade nicht in Minecraft so sehr auskennen, bekommt man, wenn man auf den Ding, auf diesen Magma-Blöcken, Schaden. Es sei denn, man sneakt, dann bekommt man keinen Schaden. Aber ich sneake gerade, jetzt sneake ich und ich bekomme trotzdem keinen Schaden. Es ist nur was Kleines, aber es ist trotzdem was. Also, ich kann mich nicht beklagen. So, und aufgrund dieses dummen Fehlers habe ich jetzt auch zwei Spitzhacken. Ihr müsst euch nicht fragen, warum. Werdet ihr noch früh genug erfahren. So, nehme ich hier mal gerade ein bisschen mit. Ich bin mir nicht sicher, ob wir davon schon was haben, aber auch egal. So, hier ist ein rotes Ader, glaube ich. Was jetzt brauche ich? Wofür brauche ich das überhaupt? Steht es hier? Gleich nächstes Ritual. Ja, dann nehme ich die mal mit. Aber brauche ich auch nicht so viele. Ja. Stack reicht. Massiv aus. So, lieber Epic, jetzt hier nicht runterfallen. Danke. Es wäre ziemlich blöd, jetzt zu sterben, weil ich dann alles verliere. Und da ich ja nichts verzaubern kann, wäre es sehr schade um meine Rüstung. Deshalb ich das hier auch mal wieder zubaue, wenn ich nicht zu inkompetent wäre. So. Perfekt. Und welche Lohe verschießt hier gerade ihre Bälle? Ist mir auch egal. Kann mir eh alles nichts mehr. Obwohl, jetzt glaube ich noch. Aber irgendwann, wenn ich hier mal die Seiten weiterblätter,
wird mir alles egal sein. Selbst der River. Der Enderdrache, da wird's dann kritisch. So, und dann sind wir dann auch schon wieder zu Hause in der Base. Und Leute, damit würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Es war mal eine kürzere Folge, wenn ich das hier so auf der Aufnahmezeit sehe. Wenn ich es nicht vergesse, wieder zu cutten. Ansonsten lasse ich es an gerade drin. Dann passt es einigermaßen. Aber keine Ahnung, wie es wird. Jedenfalls, glaube ich, wird es eine etwas kürzere Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Denkt natürlich dran, es ist ein Teil Ruppel, ein Teil nicht. Denkt auch dran, ich bin ein bisschen krank. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ciao, bis zur nächsten Folge von Survival LP, die dann auch sehr bald kommen wird. Ciao!